Oh, wir sind in der 12. Folge, wenn ich richtig mitgezählt habe. Die Übersicht habe ich schon lang verloren. Wir drehen jetzt den Zug. Wir brauchen nämlich anders Strom. So, wir haben den Zug gedreht. Wir hauen den Rückwärtsgang rein und weichen kurz wie blöd und dann machen wir die Bremse auch ein Ding los. Und wir fahren jetzt auf der Rangierspur nach rechts und hängen die Anhänger an. Oh, zu viel Power. Oh mein Gott, wir sind im Bahnhofsbereich. So. Wir hauen den Vorwärtsgang rein, ziehen die Bremsen zu. Hauen die Weiche rüber. Und dann geht's ab die Post auf dem Rangiergleis. Wir pumpen die Lok kurz auf 10 hoch. So. Und fahren gemütlich durch den Bahnhofsbereich. Weil wir müssen natürlich hier aussteigen. Und Weichen stellen. Da müssen wir rüber aufs Fahrgleis. Rüber aufs Fahrgleis. Und hier müssen wir die Dreierweiche auf jeden Fall stellen. Sonst tun wir derailen. So, und jetzt müssen wir ganz schnell hier rein, weil der Zug tatsächlich doch schneller wie gedacht hat. So. Passt und wir müssen jetzt eigentlich nur die Rail wieder gerade stellen. Die sollte eigentlich auch gerade sein. Ach so, ja, das, Entschuldigung, Leute. Das ist ja keine Dreier, aber ich dachte, man bleibt ja nicht in der Mitte stehen, der scheiß Ding. So, jetzt ist die Sache, die wir fahren dort die Währung holen. Und dort ist die 2. Das passt alles. Jawohl. Wir gehen jetzt die Wegen holen. Aber wir müssen auf jeden Fall noch irgendwas machen, um den Zug schneller umzudrehen wie übers Rangiergleis. Weil wir müssen, wenn wir hierher kommen, auch umdrehen können. Und in die andere Richtung fahren können. Ich brauche auf jeden Fall noch Umdrehspuren vorne und hinten am HBF hier. Der Wagen müsste zugebremst sein. Nee. Nee, nee, keiner. Let's go. Wir stehen auf dem richtigen Gleis. Vorwärtsgang rein. Abfahrt. Wir gehen zum ersten Mal Balken holen nach 20 Stunden. Ich brauche noch so einen Schlusswagen, gell? Da müssen wir mal uns umschauen nach so einem Schlusswagen. Das
die riesen Rangiererei dann jedes Mal, aber gut. Irgendwann hat man wahrscheinlich für jeden Arbeitsgang eine extra Lokomotive. Oder man hat sehr viele Schlusswegen. Kann auch sein. Aber wir gehen das Brett holen, mal gucken, wie viel Geld man so ausstellt. FP. Wir haben gerade 160 nur. Okay. Da können wir uns keine weiteren Wegen kaufen. Wir haben das letzte Mal die drei Wegen gekauft mit 900 irgendwas. Da hat man dann fast alles verbraucht. Pro Wagen haben wir 250 gezahlt. Da müssen wir jetzt natürlich gucken, dass wir mal wieder Geld verdienen. Weil dann könnten wir mal mit einem längeren Zug mit 6 Wegen irgendwo hinfahren. Und Material holen. Oder noch länger, weißt du? Also richtig lang. Aber da wäre es gut, wenn ein Schlusswagen hätte und irgendeiner drin hocken würde. Der die Bremse zuzieht wie so ein Ochse. Da ist der verfaulte Baum des Jahres. Ich muss mich irgendwann mal auf der Karte ein bisschen umschauen. So. Wir sind direkt falsch gefahren, Leute. Direkt Vollbremsung. Rückwärtsgang, Vollgas, Bremse auf. Wir müssen ja nicht Baumstämme bringen, wir müssen ja Bretter holen. Es tut mir leid, Leute. Vollgas zurück. Bremse müssen wir direkt zuziehen jetzt. Bam. Die Karte ist ja sehr eben, wir brauchen ja jetzt auch nicht wirklich zu sanden und so. Wir haben ja Sandau, Outer Bay, der ist ja voll. Ich weiß gar nicht, wo man Sand auffüllt, da müssen wir bestimmt auch wieder was bauen. Hier brauchen wir jetzt Gott sei Dank mal noch keinen Sand. So, das ist die erste Runde, dass wir jetzt unsere Balken holen. Optimal. Bremse zu, Mann. Können wir noch ein bisschen ausrollen lassen. Wie viel haben wir? 5, 5, klar, ein bisschen schnell. 3, 3. Ein bisschen Gaskleber, genau. Kurzen Zug auf die Anhänger. Und Bremse zu. Wir wollen Balken, Alter. Wir wollen Balken. Man braucht auf jeden Fall eine gerade Zahl an Anhänger. Jetzt 3 ist jetzt scheiße, ja, weil ein Kran dann halt, weil es halt Bullshit ist. Leute, das ist einfach Bullshit. Mehr geht da gar nicht rauf, ja. Ein Paket. Geil, das sieht so geil aus, das sieht so geil aus, Mann. Zack, Vorortsgang rein. Bisschen, komm auf 2 km/h, 2 mph, gehen wir hoch. So. Bremse zu, müsste hinhauen. Vom Augenwinkel her sah es aus, wenn es passt. Ja, es ist ein bisschen zu weit, aber es passt noch. Das ist der Unterschied zwischen den langen Wegen, die es funktioniert einfach. Normal musste der Kran dreimal und dann hat er 3 Lagen und jetzt hat er wieder. Ach, das sind so dumme Gepatches, das gefällt mir jetzt nicht so. Aber wir nehmen jetzt mal das Holz mit und verkaufen das in der City. Bremse auf, Regler hoch, Vollgas, Mann. Aber wisst ihr was, wir gehen jetzt runter vom Gas und gehen ganz kurz in den Shop, weil wir schauen mal kurz nach den Schlusswegen. Guck mal, das ist normal die Startlokomotive gewesen. Man kann da verschiedene auswählen. Am Anfang, ich habe jetzt die eine genommen. Das ist Stufe 7 Wagen, Alter, was ist denn das für ein geiler Scheiße. Kann der Feingold, Goldbarren, ach so, man kann ein Gold transportieren, nice.
Dann haben wir hier den. Was ist das? Ein DSP und P. Baycar Wegewagen. Das ist ein Bauwagen nur, gell? Das ist dieser Schlusswagen mit Heizung und allem, wo man quasi oben hier drin sitzt. Und ich kann es gerade nicht richtig steuern, weil es tut mir leid. Ich weiß nicht, wie man runterkommt. C. Dann kann man hier oben drinnen sitzen und die Bremse zumachen am Schlusswagen. Und hier steht einfach eine Kanone. Oh, das ist keine Kanone, das ist nur eine Achse. Okay, das ist ein Schlusswagen. Oh, ich dachte, das Game ist gecrashed. Was ist das? Water Tank. Water Tank? Für was man so ein Wasser? Koffein. Was wird da geladen? Rohöl? Rohöl? Eisenerz? Oh, das ist auch so geil, diese Wegen. Alter Schwede. Mit dem Hopper. Versuch mal oben reinzugucken, Leute. Ja, geil. Da lässt man dann nach unten über die Gleise entladen. Okay, alles klar, Leute. Wir müssen hier weiterfahren. Wir hauen den Regler hoch. Vollgas, Mann. Auf 18 kommen wir schon. Wenn wir richtig Gas geben, schaffen wir 18. Bergab werden wir wahrscheinlich mehr packen, aber dann derailen wir wahrscheinlich. Mehr Zug auf die Achsen, Alter. Mehr Achslast. Ah. Richtig gut machen, komm. Achtung, da von euch Slow-Signal. Regler runter. Bremse auf 80%. 10 km/h, 10 mph. Da die Berge, Alter. So, da müssen wir mal Schienen hochlegen, damit wir da überhaupt hochkommen, Alter. Boah, das wird noch so geil. Boah, dann baue ich Gold ab, Alter. Ich baue mir einen Goldzug. Boah, das ist so geil. Übrigens Hut ab für alle, die jetzt immer noch zuschauen bei dem Scheiß, was ich hier mache. Freut mich, wenn es euch unterhält. Das ist eigentlich Lohn genug. So, wir hauen jetzt voll die Bremse rein. Weil wir wollen jetzt abladen, Mann. Maschine steht. Wir können hier auch noch mit Bremsen helfen, weißt du, mit dem Tenderwagen. Da ist
Da ist Werkzeug drinnen, weißt du, hier und da, da ist ein bisschen viel Holz drauf. Die Kurbel, hier weiß ich gar nicht, was das sein könnte. Und das ist die Bremse und die Kurbel, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. So, dann laden wir mal ab. Ja, gucken wir mal, wie viel Geld wir kriegen. Wir haben 160. Wir kriegen von einem Wagen, Achtung. Ach, das ist gar nicht so viel. 160, lass uns mich mal kurz überlegen, jetzt bin ich gerade komplett. 40, 60 kriegen wir da nur pro Wagen, hey. Das ist ja, also das ist ja wirklich unverschämt, hey. Aber wir müssen das abtransportieren, sonst steht die Produktion da drüben, hey. Und wir müssen hier unbedingt eine Wendemöglichkeit bauen, weil das geht so nicht. Wir müssen hier wahrscheinlich wirklich abweichen, hier wieder eine Weiche bauen, damit wir halt den Zug in der Richtung wechseln können. Ach du Scheiße, das ist schon wieder so kompliziert. Da müssen wir dann hier auch reinkommen, erstmal wieder. Also mal ganz ehrlich, wie könnte ich sonst wenden? Also schwierig gar nicht eigentlich. Also wir haben ja hier eigentlich schon eine Wendemöglichkeit. Also wenn man von hier kommt, dann fahren wir rechts. Oh, dann fahren wir rechts. Und wenn wir abladen müssen, wie kommen wir darüber? Ja, wie kommen wir darüber? Ja, wir kommen da nicht rüber. Wir müssten hier rüber, hier raus, hier auf die Gegenspur. Und dann den Zug auch umdrehen eigentlich. Da bricht mir hier auch wieder ein Wenderadius. Also das mit den Wenderadien, das muss ich mir noch überlegen, wie ich das mache, weil das sieht ja nachher dann hier aus wie eine Baustelle, ja, also. Aber jetzt müsste ich den Zug halt umdrehen, ja, das ist halt das Problem. Wie dreht man den Zug jetzt hier um? Das wird wohl drauf rauslaufen, dass ich halt in den Rangierbereich muss, also rüber nach links, hier nach links, also da kann man echt gleich mal richtig schalten, ja, und hier nach links, hier nach links, hier nach links, dann sind wir hier im Rangierbereich und dann müssen wir hier den Zug umdrehen. Dann müssen wir die Spur hier, wie ich es eh schon gesagt habe. Wie ich es eh schon gesagt habe, das wird nicht Final Edition hier. Das ist nicht Final Edition, wie gesagt. In 100 Jahren nicht. Also in 200 Jahren vielleicht, aber. So, und dann müssen wir hier direkt die Möglichkeit machen, um rauszufahren, um einen Wagenpaar auf die. Aufs Wagengleis zu schicken oder halt natürlich umzudrehen. Und das brauchen wir auf beiden Seiten, ja. Dann müssen wir halt hier die Umdrehmöglichkeit machen. Das machen wir jetzt auch so. Also ich baue das jetzt. Wisst ihr was? Ich baue das jetzt offscreen. Das ist langweilig, nämlich richtig. Dann nächste Folge, wir haben eh schon wieder die 20 Minuten fast voll. Dann machen wir nächste Folge weiter. Da baue ich jetzt die zwei Wenderadien links und rechts und dann machen wir weiter.